aber ich habe in einem Herzen Amboss versteckt. Oh, das war ein guter Plan, guter Plan. Wir können ja mal ein bisschen kurz hier rein in die Spielhalle, weil die lustig ist. Boah, teuer. Aber gut, gib mir mal 50 Münzen. Beziehungsweise, ich möchte gerne 100 haben insgesamt. Dankeschön. So, dann versuchen wir unser Glück, oder was? Hier gibt es noch die guten alten Slots hier. Oh. Natürlich, am meisten gibt es, wenn man 3-7er hat, ne? Warte mal, Select. Da. Da seht ihr die Chancen. Big Bonus. Ein normaler Bonus, so. Azuril gibt 12, Lotozel 6, Kirschen 2-4, Replays und so, ne? So eine Slot-Maschine halt. Da probieren wir uns mal ein bisschen hier. Ich finde, die haben so viel Spaß gemacht damals. In Pokémon, und ich habe da echt auch mal hier und da Stunden verbracht. Na gut. Oh. Achso, das müssen auch drei in einer Reihe sein. Wenn du eine Kirsche vorne dran hast, reicht das, glaube ich, schon für die Reihe. Okay, ja, drei Münzen. Oh, sehr schön. Azuril gibt 12 Münzen. Ich mache natürlich immer alle drei Slots. Oh! 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 Kriegen wir eine 7? Oh, so knapp! Oh mein Gott. Oh nein, ich war nie ein Freund vom Casino, außer von den Preisen. Echt, ja? Doch, mir hat das immer viel Spaß gemacht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Und ich meine, da geht's halt auch. Es ist ja auch nur Ingame-Geld und so. Das geht schon. Das ist eigentlich ganz lustig alles. Ja. Zum Glück auch. Und so. Ich habe in echt tatsächlich mit Echtgeld an echten Casinos habe ich, glaube ich, nur... Also an echten so Slot-Automaten, glaube ich, habe ich das ein- oder zweimal mal ausprobiert, um zu wissen, wie ist es so. Aber nie ernsthaft mal gespielt. Nur ein-, zweimal just for fun, um zu gucken, ach ja, wie ist es? Ach ja, ganz witzig. Dafür bei so virtuellem habe ich Stunden verbracht. Weil echte sind einfach auch viel zu gefährlich. Viel zu gefährlich. Viel zu doof einfach auch. Ah ja, Kirschen. Wo mich gerade die Musik ein wenig an Pokémon Pinball erinnert. Ich glaube, die ist ähnlich. Da hast du, glaube ich, recht. Und ich finde echt von echten Casinos und so sollte man auch schon so ein bisschen die Finger lassen, ne? Ist einfach nicht witzig. Pokémon Pinball, ja. Habe ich ja auch. Aber ich weiß nicht, ob man sowas... Ein bisschen kann man streamen, ne? Aber nicht ewig, glaube ich. Ich weiß auch nicht. Oh ja! Big Bonus! Wir haben 300 Münzen erreicht. Geil! Sehr schön! Was wollte ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat mir das immer sehr viel Spaß gemacht bei Pokémon so. Ich weiß auch nicht. Gibt ja auch hier und da ein paar andere Spiele, die auch sowas Casino-likeiges in sich haben. Aber irgendwie hat es mir nie so viel Spaß gemacht als bei Pokémon. Wie kann man denn das beschleunigen? Mit A. Ja, mal. Viel Spaß mit dem Fangversuch auch. Glücksspiel im Chat, auf jeden Fall. Da gehen übrigens auch Slots. Ausrufezeichen Slots. Mach jetzt nämlich auch mal. Na, knapp. Aber ich mache auch beim Fangversuch mit. So, wir haben 360 Münzen. Ach, scheiße, ich wollte eigentlich nicht nochmal. Ach, okay, komm, noch einmal. Ja, aha. Na gut. Nochmal. Ich bin nicht süchtig. Wirklich, kann ich jetzt halt aufhören. Oh. Immerhin Kirschen. Ey, dreimal Azuril, das geht auch. So, jetzt machen wir Schluss. Hier war noch ein Roulette-Tisch, ne? Genau. Ja, genau. Genau, ja. Da können wir auf 1 setzen, da kriegen wir natürlich am meisten. Wir können auf eine ganze Reihe setzen, da kriegen wir natürlich viel weniger Münzen als Gewinn. Oder wir können so, wir können doch auch, ja genau, so eine Reihe nehmen. Das gibt ein bisschen mehr.
Das war's, oder? Ja. Wir gehen mal auf die Ineko-Reihe. Oh. 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 Schade. So, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Versuche insgesamt. Deswegen, ja. Dann machen wir jetzt auch noch ein Ründchen einfach mal. Das ist schon alles irgendwie ein bisschen süß gemacht. Ich weiß auch nicht. Das ist schon cool. Ja, okay. Ist so. Irgendwann muss es ein Ineko geben. Ich sag's, wie es ist. Es ist wieder ist so. Komm schon, Ineko. Nein! Nein! Es muss jetzt Ineko sein. Aber ehrlich gesagt, beim Roulette kriegst du echt am wenigsten. Nein, jetzt ist es Makuhita. Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Okay. Kein Makuhita. Okay, dann scheiß drauf. Was gab's hier nochmal für Preise, echt? TMs. Oh Gott, weißt du schon gar nicht mehr auswendig, welche die sind? Und hier? Puppen! Klar, hier gab es halt einfach nur Puppen. Die Preise sind hier eigentlich super unattraktiv, ne? Die waren besser. In Kanto gibt es bessere Preise. Da gibt es halt wirklich Pokémon, Porygon und so Zeug. Dratini und so. Ich erinnere mich ganz genau, als wir zu zweit Münzen gekauft haben, um die Wette, wer zuerst ein Porygon bekommt. Genau genommen habe ich sie gekauft und er hat versucht, das Geld zu erspielen. Dann habe ich sie gekauft und dann versucht, das Geld zu erspielen. Ja, dann hast du ja gewonnen. Oder? Ich glaube, ein NPC schenkt dir Puppen, oder? Es war nur ein Smaragd. Nur eine davon, je nach Starter. Und das stimmt, ich glaube sie. Ich krieg von ihr dann eigentlich eine Hydropie-Puppe. Genau. So nämlich. In Smaragd? Boah, vielleicht in der Kampfzone, aber dann ergäbe ja die Spielhalle noch weniger Sinn. Keiner hatte gewonnen, weil ich hatte nicht genug Pokédoll und er hatte kein Glück. Auch nicht schlecht. Lucky, Hallöchen. Lucky, Dankeschön für die 43 Monate. Vielen lieben Dank. Und da ist der neue Stream-Elements-Text. Gehört seit 43 Monaten zur Gildenfamilie. Richtig, ja, genau. Und dann mit grünem Herz. Ich habe da so Herzen eingeführt. Je nach Status, den ihr so erreicht. Genau, wenn ihr nämlich das letzte Gildenzeichen habt, dann kommt immer der Text, den Lucky jetzt bekommen hat. Das ist schön. Lucky, Dankeschön und hi, wie geht's dir, Lucky? Hallo. So, und dann geht's noch Norden. Ne, im Norden ist ein bisschen was. Eine Mini-Route, ein Häuschen und Zertrümmererfelsen, wo wir noch nicht durch dürfen. Hier kann man kämpfen, glaube ich, gegen 5 Trainer oder so. Die Herzen unserer Familie schlagen im Einklang. Das Haus des Siegers. Genau, man kann hier die ganze Siegerfamilie herausfordern. In einem Rutsch. Ist auch ein bisschen crazy. Ja, und dann geht es halt hier noch nach Westen. Da ist eine Pension tatsächlich auch. Auch voll süß. Ich bin der Pensionsleiter. Ich kümmere mich um die wertvollen Pokémon der Trainer. Wenn ich eines der Pokémon aufziehen soll, sprich mit meiner Frau. Irgendwann später vielleicht. Dann sind hier Doppelkämpfe auch. Ich mach mal so. Und dann kämpfen wir hier einfach mal. Wir gehen mal durch die Route. Hä? Die kämpfen gar nicht. Muss ich anklicken. Nilbebären. Wobei eigentlich sollten wir, glaube ich, erst mit Heiko sprechen. Ich glaube, wir sollten den erst herausfordern. Und dann nach Wiesenflur ist, glaube ich, besser. 5 Trainer hintereinander? Das ist ja wie die Top 4. Top 5 meine ich. Ich glaube, es waren 5, oder nicht? Oder waren es sogar auch 4 bei der Siegerfamilie? Aber es ist echt so, es ist ein bisschen wie Top 4, voll lustig. Okay, warte, den Kampf mache ich jetzt noch. Ich werde mich mit meiner Super-Senior-Studentin verbinden und sie... Super-Senior-Studentin? Okay. Senior und Junior Irm und Ida, okay. Aha, Wolf setzt Explosion ein. Was ist denn da wieder los? Boah, es ist laut.
Alter. Krass. Der Kampf ist kaputt. Wolf hat den Kampf gestört. Boss ist laut. Keiner hat gewonnen. Kampf kaputt. Voll lustig, Wolf, echt. Ey, das war voll wichtig, das hat voll gefehlt. Oh nein. Controller Handicap. Alle besiegt und mal bekommt ihr Explosion. XP meine ich. Explosion. Richtig. Aber Tastensperre sind ja nur die Aktionstasten B, A, Y und X. Ich kann L drücken, Wolf. Ich kann L drücken. Da passieren nämlich auch Dinge. Ha. Heute nicht, Wolf. Ich hab gelernt, das auf L zu legen. So ist es. Pass auf. Ja. Da kommen Dinge. Gecko Schummel. Eigentlich nicht. Ich zeig euch das auch schön, dass ich hier immer L nutze jetzt. Gell? Gar kein Problem. Was ist da los? Ich hab daraus gelernt, Wolf. Ich hab das dann gleich umgetauscht. Ja, ja. Jetzt wurde eh beides geegelsamt. Der Wolf wieder, ey. Wahnsinn. Ja. Tackle. Ich spiele es auch sowieso gerade einhändig einfach. Dann passiert da kein Missgeschick. Aber ja, wahrscheinlich kommt gleich noch ein Blackout raus oder so. Und in 17 Sekunden kriege ich den Kampf, glaube ich, nicht down. Ja. Komm schon, schneller, schneller, Spiel! Gott, lass mich doch wenigstens noch zwei Aktionen ausführen. Controller-Handicap vorbei. Oh mein Gott. Ja. Na toll. Schneller, 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 schneller. Okay. Ja, okay. Ja, jetzt können wir zugucken, wie hier der Kampf so weitergeht. Komm, wir machen es lustiger, machen den Ton aus. Das sieht dann so aus. Aha. Ja. Oh, hier müsste ich eigentlich eine Taste drücken, Wolf. Ja. Sag's jetzt. Haha, ja, das ist... Wunderschön. Das ist ein sehr herrlicher Kampf heute hier. Sie stehen sich gegenüber. Ja. Sie starren einander an. Blackout vorbei. Ach, Wolf. Ich möchte mal wissen, wer sich sowas ausdenkt. Der Wolf war das. Wolf war es, ganz alleine. Wahnsinn. Das geht so nicht. Oh Mann. Was ist geschehen? Warum kommen immer Volltreffer raus? Du bist ein Stück Kackhaufen. Oh, Alter, das gibt's halt nicht. Das geht so nicht. Alles nur wegen deiner Blackout-Scheiße, Wolf. Mann. Bin traurig. Ja, ja, ja. Scheiße. Fritzelblitz. Kriegen wir ja richtig gut trainiert an der Stelle. Wieso ich? Wieso wer? Wer was? Niemand von euch.
Na gut. Ja. Was ist nun? Mai Mai! Hey, klar kriegst du deine 500. Hier, Gekolinos. Bitteschön, bitteschön. 14.000, krass. Ja. Mhm. Seit wann? Ich wusste gar nicht mehr, dass Fritzelblitz hier so schwer zu trainieren war. Was war das? Was ist das? Was ist dies? Was ist dies? Warum gehe ich wieder hierher? Maria! Ich speichere jetzt da. Falali und Falala. So, gespeichert.